Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Und heute werden wir uns noch ein Stück weiter ausgraben und dann werden wir irgendwann hochgraben und dann werden wir irgendwann festgenommen. Das Übliche, Freunde. Ah Gott. Wir sind kurz davor, quasi. Ich würd nicht sagen ausbrechen. Ausbrechen ist noch zu viel gesagt. Wir wissen nicht mal, was hinter dem Minenfeld ist. Sobald wir wissen, was hinter dem Minenfeld ist, können wir sagen, okay, komm, wir brechen aus. Aber ich weiß noch lange nicht, was da hinten ist. Stattdessen gucke ich mal, was Bomio angeboten hat. Klebeband. Sorry, ich keine Kohle mehr, ne? Egal. Hat sich gelohnt, Freunde, hat sich gelohnt. Wurst, die mag mich. Bette hat auch noch Klebeband und ich gehe hier mal durch und hole mir ein paar Likes ab. Ihr könnt natürlich auch welche da lassen. Warum? Steht er da mit Absicht? Ich habe ihn doch auf die Tür. Oh, sorry. Ich habe ihn doch zur Dusche gebracht. WTF? Oh, Runcy hat Holz. Ja, wenn ich ihn hochhebe, hat er kein Holz mehr. Ich glaube, das haben die gepatcht oder so, kann das sein? Nee, haben die nicht gepatcht, okay. Gut, ja, ich bin doch schon da, alles gut. Dann würde ich sagen, werden wir gleich mal dafür sorgen, dass wir eine neue Schaufel bekommen. Mit ein bisschen Glück. Aber wir haben schon wir haben genug Klebeband. Aber wir müssen trotzdem. Wir müssen da runter, Freunde. Wir müssen das Gebäude da oben. Um an Streben ranzukommen. Wir können natürlich auch nach Metallblechen suchen. Ich meine, Metallbleche kriegen wir for free, so ist es nicht. Ich glaube, Holz ist das, was wir dringend brauchen. Wenn, dann Holz. Ich weiß nicht, reicht es? Es kann sein, dass uns eine Strebe schon reicht. Wir untersuchen einfach mal alles, was auf uns jetzt zukommt. Wir brauchen sowieso noch ein Metallstück, um die perfekte Schaufel zu machen. Ne, zwei sogar, zwei Metallstücke. Brauchen wir insgesamt. Und jetzt ist hier überall Klebeband drin, nachdem ich das gekauft habe, ne? Am Arsch. Dieser Quiz Styleich. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwas stimmt mit dem nicht. Den habe ich in die Dusche gepackt, jetzt ist er da. Geh doch. Ich baue mal den Tisch da hinten hin. Kann ich besser auf ihn zugreifen? Ja, Ranzi. Was ist denn hier los? Geh doch. Wieso dreht er sich jedes Mal um? Ich verstehe es nicht. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Die Federung des Controllers verursacht das. Ja, das ist die Federung des Controllers. Wenn man nur ganz kurz so drückt, ich halte es jetzt mal ins Mikro. Dann springt das zurück. Und so entsteht dann, ja, diese Täuschung, dass er jedes Mal wegguckt. Ich darf einfach nur nicht den Joystick loslassen. Oh! Okay, wir brauchen noch einmal Metall und dann sind wir glücklich. Haben wir hier unten schon reingeguckt? Bei Spomi. Spomi enttäuscht mich ja normalerweise nicht. Ja, schade. Da haben wir auch schon reingeguckt, ne? Ja, scheiße, dann waren wir überall. Dann fehlt uns ein Metallstück. Metall ist. Ist da gerade jemand quer durch den Raum geflogen? Seht ihr den Typen, der gerade mittig mit der Glatze ist? Ich glaube, der ist gleich nicht mehr da. So, oder es ist der links, weil der hat keinen Schatten. Wenn ihr euch so mal anguckt, alle von denen haben einen Schatten, bis auf der da links. Ich glaube, der fliegt gerade durch die Gegend. Ich weiß es nicht, Freunde. So.
das war der. Man kann es auch einfach mal eilig haben und lang fliegen. Hi, ich will auch trainieren. Wieso darf er gehen? Ich weiß, es ist kein Platz hier zum Trainieren, aber wieso dürfte er gehen? Wieso hat ihn niemand aufgehalten? Und kann das sein, dass wir, weil wir einmal über 90% gegangen sind, dass die Wachen jetzt innen drin ein bisschen besser aufpassen? Dass deswegen Quistyler da hängt? Weil wir unartig waren? Hätte das ganze Let's Play auch anders ablaufen können, indem wir einfach mal alles verprügeln und somit die Wärter wirklich hier im Gefängnis sind und wir draußen quasi machen können, was wir wollen? Ist interessant, ne? Herausfinden werden wir es aber wohl nie. Weil ich jetzt nicht anfangen werde, irgendwelche Leute zu prügeln. Gerade auch, weil Quistyler mich mittlerweile mag, ne? Mein Freund. So, dip, 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 dip. Ja. Ach, ich muss sowieso die Streben holen, ne? Da war ja was. Strebe, Strebe. Dann würde ich sagen, buddeln wir noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit der Truck entfernt ist von uns. Ach, hier ist noch ein Stück Holz. Perfekt. Aber wir werden es wohl herausfinden, wenn wir uns heute Nacht oder morgen Nacht rausgraben. Müssen wir schon? Ja, wir müssen schon. Na gut. Wollen wir einfach mal weiter. Wir werden schon irgendwann mal hochgehen. Wir können uns natürlich komplett rausbuddeln. Das ist natürlich möglich. Oh. Scheiße. Okay. Dinge, mit denen Zero definitiv nicht gerechnet hätte, und das ist das. Ja, wir müssen uns heute Nacht hochbuddeln. Definitiv. Shit. Die Frage ist natürlich, sollten wir, sobald wir oben sind, unser Loch mit Sand zuschütten? Das werden wir aber natürlich. Obwohl, das können wir machen, ne? Wir können einfach alles zuschütten. Und dann gucken wir uns die Gegend an und zur Not laufen wir einfach in eine Mine rein. Ich überlege gerade, hier muss doch eigentlich eine Tür sein, oder nicht? Durch die man rauskommt. Gucken wir gleich mal nach dem Abendessen. Lass mal gucken, was du so hast. Leider nichts. Okay, lass uns mal in meinen Operationsraum gehen. Mit den 1000 Löchern. Ach, hier habe ich noch ein Stück Mauer und ein Stück Poster. Wie cool ist denn das? Ich weiß nicht, wieso habe ich hier so viele Löcher reingebuddelt? Ich habe keine Ahnung. Und das habe ich auch angegraben. Ich habe wohl alles angegraben hier. Sogar die Wand habe ich angegraben. Was zum Teufel stimmt mit mir nicht? Okay, hier ist keine Tür. Ach, wir haben... Ah, wir Nägel haben wir auch. Ah. Hallo, Dude. Ich sehe hier nirgendwo die Tür nach draußen. Ist ja crazy. Dass der Arzt gar nicht sagt, dass wir hier rumpummeln.
Ach, hier bekommen wir Schlachttabletten oder so. Das ist ganz cool, dass wir uns quasi, ja, das Gefängnis zu unserem eigenen gemacht haben. Jemand kann uns noch aufhalten. Ah, ich hab gehofft, dass man hier rübersteigen kann. Kann man nicht. Na gut. Das werde ich jetzt mit allen Gefängnissen machen. Das überall hingrabe, überall wo ich hin möchte. Das ist cool. Das gefällt mir. Da ist die Tür. Ah. Aber ich kann leider nicht sehen, was für Schlüssel wir brauchen. Also würde ich sagen, okay, lass uns noch einen Schlüssel besorgen und können wir jederzeit zurück. Aber so geht das nicht, Freunde. So geht das nicht. Schade. Und das ist auch komplett bescheuert. Ich würde ja am liebsten da die Mauer einreißen, um zu gucken, was er da macht. Nur mit ihm mal quatschen oder so. Das machen wir, nachdem wir ausgebrochen sind. Dann werden wir einmal kurz hier reingehen und nochmal ein paar Sachen ausprobieren. Für die nächste Staffel, dass wir auch Bescheid wissen, was abgeht. Naja, ab zum Duschen, Freunde. Ach, diesmal ist keiner, der sich teleportieren will. Das ist ja interessant. Schon wieder Niklas. Was ist mit dir nicht in Ordnung, Niklas? Wieso musst du dich jedes Mal prügeln vor dem Duschen? Keine Ahnung. Anscheinend ist er gerne ohnmächtig. Aber diesmal hast du es ja geschafft, hier drin zu bleiben. Das nenne ich Respekt. Wieso läuft der Typ da immer draußen rum? Wieso gibt es immer einen, der draußen rumlaufen darf? Währenddessen andere duschen oder arbeiten oder sonst was. Oh oh. Das Stück Holz brauchen wir, das Metall brauchen wir und das Klebeband. Ich würde auch sagen, nehmen wir noch ein bisschen davon mit. Kann nicht schaden. Also los. Ja, los. Mach dein Programm und dann gucke ich mal, was draußen ist. Ich glaube, ich werde mich vorsichtshalber mal als Wärter tarnen. Nur so zur Not. Ich weiß ja nicht, was uns da erwartet. Vielleicht fährt der Wagen einfach an uns vorbei. Kann ja auch sein. Vielleicht denkt er sich, ach, Officer in Dienst. Viel Spaß, tschüss. Oder die knacken uns gleich wieder ein. Das kann natürlich auch sein. Ach, Mr. Chris, ich will da rein. Danke. Okay. Schauen wir mal. Boah, nein, Technik, es tut mir leid. Ah, es hat funktioniert, gut. Schokoriegel fallen lassen. Dann nehmen wir die Schokolade. Und machen die Mauer zu. So. Hier haben wir jetzt hier die Uniform. Die tauschen wir einmal. Okay, austauschen geht krass schlecht. So. Achso, hätten wir auch so easy austauschen können, ne? Naja, egal. Lassen wir mal fallen, das Ding. Hier muss die Schokolade mit. Und, ach, das Holz brauchen wir gar nicht, ne? Das lassen wir hier mal liegen, das lassen wir hier mal liegen. Und nehmen uns mal diese Schaufel hier mit. Und gehen dann hier rüber. So, und dann buddeln wir uns hier am besten hoch. Und hoffen einfach das Beste, dass wir nicht erwischt werden. Ah nein, ich habe das Metallstück gar nicht dabei, ne? Ich glaube, die Schaufel reicht gar nicht, um sich hochzubuddeln. Nein. Die reicht gar nicht. So. Das dürfte hoffentlich reichen. 25%. Okay, wir haben gerade die Karre gehört. Nee, das war richtig, das war richtig. Die Waffe wollte ich fallen lassen. Komm, wir machen erstmal zu. Nicht, dass ich erwischt werde.
Eine Mauer, durch die wir uns nicht durchgraben können. Hey, was machst du da? Du weißt doch, dass Knackis in den Knast gehören. Du gehörst hier draußen nicht hin. Ich habe eine Idee. Probier es doch mal mit 3 Tagen gemütlicher Einzelhaft. Auf Wiedersehen. Okay, verkleiden bringt also nicht viel. Verkleiden bringt nicht viel. Komm, wir laden nochmal. Gut, ich würde sagen, wir benutzen den heutigen Tag als Test. Was wir alles machen dürfen und was nicht. Da wissen wir schon mal Bescheid. Weil wenn ich jetzt nochmal hier grabe und hier und das. Nee, dann haben wir in einer Folge 2-mal dasselbe gemacht. Das will ich nicht. Das heißt, wir nehmen gleich mal die Wärteruniform und werden aufs Dach steigen mit der Wärteruniform. Dann wird er nicht abgeschossen werden. Cool. Dann nehmen wir die Wärteruniform und gehen raus. Wenn wir da nicht eingeknackt werden, ist auch gut. Freue ich mich natürlich auch. Und ja, mal schauen. Was kann man denn noch alles testen? Wursti und Rexas werden festgenommen. Oh, war ja nicht festgenommen, sondern untersucht. So, ich wollte ja testen, was passiert, wenn ich hier die Mauer einreiße, aber dafür muss der Dude hier raus. Ach, Frühstück. Wir müssen erstmal frühstücken. Ganz klar, wichtig. Frühstücken. Ich bin doch schon hier, ich war doch die ganze Zeit in der Küche. Vielleicht versuchen wir doch in den Außenbereich zu kommen, wenn wir auf dem Dach nicht abgeschossen werden. Können wir da einfach mal runterspringen zu den Wärtern und dann gucken. Okay, und das nächste Mal, wenn wir rausgehen, werden wir es folgendermaßen handhaben, dass wir nicht entgegen des Autos laufen, sondern von dem Auto weg. Das war auch eine Sache, die ich gerade noch bedacht habe, als ich rückwärts gelaufen bin. Vielleicht sollte ich nicht in die Richtung laufen, wenn das Auto kommt, bin ich am Arsch. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Schauen wir wenigstens mal nach, was es bringt. Wieso kann ich hier nicht hier draufsteigen? Arbeit reinigt die Seele? Ach, jetzt kommst du plötzlich auch nicht durch, ne? Doch. Er kommt jederzeit hier durch, das ist so ein Arsch. Naja. Gut, er hält uns schon mal nicht auf. Dann gehen wir doch mal hier hin. Geben uns mal die Wärteruniform. Und tauschen diese aus. Nö, wir werden trotzdem angeschossen. Aber wir werden nicht getroffen. Ah, doch, werden wir. Oh. Okay. Das heißt, selbst als Wärter werden wir da oben angeschossen. Das finde ich fies. Wenn wir hier rausgehen? Ah, das liegt, glaube ich, am Loch. Denn dann brauchen wir dafür einen roten Schlüssel. Dann kommen wir easy da durch, denke ich mal. Aber ich denke mal, es liegt eher am Loch. Dass wenn wir quasi einen roten Schlüssel besorgen, uns Richtung Ausgang prügeln, mit der Schaufel und dann einfach die Tür benutzen. Ich glaube, das wird weniger auffallen. Nur würde es uns halt nichts bringen, weil da überall Minen sind, ne? Ganz klar. Naja, war doch schneller als ich dachte. Das heißt, wir werden doch gleich nochmal kurz graben. Oder sich. Hier kann man sonst nichts testen. Hatten wir doch irgendwas, was wir unbedingt testen wollten? Ich finde das echt kacke. Schade. Tagsüber rauszugehen wäre doch cool. Oder ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich habe eine Idee. Ja, ganz genau, das wollte ich. Scheiße Frühstück, ganz ehrlich. Gib mir mal die Werteuniform.
Hey, Chris Styler ist weg. Oder war nicht da unten? Doch, er ist weg. Auch wenn wir den Spielstand geladen haben. Ah. War also doch ein defekter Speicherstand. Ich verstehe. So, wir werden... darunter gehen. Trotzdem mal die Wärteruniform anziehen. So, den ganzen Scheiß brauche ich hier dafür nicht. Für meinen Plan. Stattdessen nehme ich mal den Enterhaken und das Seil mit. Na, Niklas, ich weiß, dass du mich magst, deswegen verpetzt du mich auch nicht. So, als erstes brauchen wir, glaube ich, das Seil, ne? Ha! Der Genius, das nichts daran ändert, dass ich aus... Da, guck dir das an! Die lernen! Sie gucken jetzt öfters hier rein! Oh mein Gott! Aber wir können uns tatsächlich tagsüber eiskalt hier rumbewegen. Oh, hallo Fremder! Schicke Hose, Kumpel, danke. Oh ja, wurde schick. Ist auch so ein komischer Schlüssel. Ah. Also es gäbe hier also noch die Möglichkeit, als Wärter herumzulaufen und quasi sich hier durchzuprügeln. Hallo Mr. Chris, mal allen Hallo sagen. Hallo, Terte. Hallo Snox, alle, die ich noch nicht gesehen habe. Bin froh, dass ihr hier seid. Hallo Rabbit. Ach, ist das schön, euch wiederzusehen. Hallo Kevin. Hallo Styler, der die ganze Zeit verbuggt war. Mr. Chris schon wieder, kenne ich doch schon. Snox kenne ich auch schon. Face. Terte. Nur Tobi mag mich nicht. Rabbit. Adam Silver. Gut, das Problem ist jetzt nur. Ich komme nicht zurück. Danke, Leute. Danke, danke. Oh Gott, die ganze Gruppe ist hinter mir. Also theoretisch. Hätte ich mich einfach nur verkleiden müssen. Und dann wären wir easy zum Holz gekommen. Die Sniper treffen mich nicht. Ach, Tau, hallo! Ich wollte nur kurz Tau hallo sagen, wurde ich so umgebracht. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir haben uns ein bisschen umgesehen, mal den ganzen Leute mal Hallo gesagt, die wir noch nicht gesehen haben. Und ich würde sagen, ich weiß, heute ist nur eine Kurzfolge, aber heute war halt die Besichtigung. Und morgen wissen wir ein bisschen besser Bescheid, was zu tun ist, und dann versuchen wir es nochmal. Haut rein, euer Serutsch.